Hallihallo, da ist der Gusur wieder. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Kleinen Moment. Also, jetzt mal ganz klare Sache. Also, er hat logischerweise nur Lufttruppen. Oh, jetzt, das ist jetzt eine richtig spannende Kiste. Das wollen wir jetzt wirklich genau unter die Lupe nehmen. Klar, er hat hier jetzt gemacht, er will also von der Seite reingehen. Was man bedenken muss, wir haben die Infernos hier. Der ist auf Single, der ist auf Multi. Wir haben den, die anderen gar nicht mal. Der ist eh im Bau, der interessiert uns nicht, aber ich glaube, der ist sogar nur nach unten gerichtet, wenn ich das richtig sehen kann. Aber wir haben hier noch einiges an Verteidigungstruppen, aber wiederum auch 28 Loons. Das relativiert sich. Dann würde ich sagen, klappt das? Er hat zwei Rage-Spells. Doch, das sollte passen. Aber die Infernos werden ihm schon ganz schön zusetzen. Würde ich jetzt sagen. Gucken wir mal. Bin ich echt richtig gespannt. Die Magiertürme, die machen noch nicht wirklich was. Das ist alles noch Pillepalle. Da passiert nicht viel. Aber ich denke, wie gesagt, halt in der Masse, hier seht ihr es. Habt ihr das gesehen, bitte? Habt ihr das bitte gerade gesehen mit dem Inferno-Turm, wie der den Lava-Hund gebrutzelt hat? Da war gar nichts mehr. Man darf die Infernos nicht vernachlässigen. Aber hier ist einfach dann die Menge. Die Menge ist dann da. Und dann hat der Inferno auch richtig, ja, der ist gerade so gegrillt worden. Aber bei der Menge halt auf den Single Inferno hatte der Angreifer, in dem Fall Braveheart, natürlich dann wirklich Luck. Andersrum wäre es nichts geworden. Mit dem Multi, der hätte ich so schön runtergeballert. Auf jeden Fall. 51%. Wir sind auch im Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht geachtet. Wir sind auch im Bereich Kristall 1. Somit haben wir natürlich auch schon einen schönen Beutebonus. Muss man auch sehen. Ganz klare Geschichte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht drauf geachtet. Das ist natürlich dann eine geile Nummer. Und dann sogar noch das Rathaus gezogen, einwandfrei. Und sogar 23 Pokis. Einwandfrei, passt. Super toll. Wenn die am Ende abbricht, ist das Banane. Wenn die am Ende abbricht, aber wenn die halt eben gleich am Anfang weg ist, dann hat man echt ein Problem. Weil für die, die es eventuell nicht wissen, die Verbindung, wenn sie wegbricht, gehen halt die restlichen Truppen noch, werden halt eben noch ganz normal, laufen halt noch so auf dem Spielfeld rum und dann läuft das zu Ende. Hier richtig gemacht, ganz genau, mit den Riesen halt Ablenkung geschaffen und dann vollkommen in Ordnung. So, und wenn wir jetzt hier noch einiges an Kobis gesetzt haben, ich mach mal auf schneller. Ja, also er hat noch kein Connection Lost gehabt, das passt. Der muss also später gekommen sein. Und hier, das ist doch, ganz ehrlich, das ist doch schon vollkommen in Ordnung. Und jetzt, na komm, ganz ehrlich, dann hast du doch da alles mitgenommen, was außen drum lag. Das ist doch vollkommen okay. Nein, Mann, frei. Hier ist Alex noch Nanu. Super geiles Ding. Ich meine 700k. Da kann man jetzt nicht meckern. Auf keinen Fall. Also das, wie gesagt, hättest du das wirklich in der ersten Minute gehabt, Mann, hätte man sich geärgert. Was hättest du droppen können? Du hättest die Clanburg noch machen können und den King. Na wow, alles cool. Das passt. Da reißt dir keiner einen Kopf ab. Oh, ihr wisst ja selber, was wirklich eine gute Truppe im CW ausmachen kann. 36, kleinen Moment. 36 Schweine. Bitte immer über. Also wie gesagt, klar, Only Hawk-Angriff. Also so eine Sachen sind mega geil. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber alleine schon. Also ich wird garantiert so sein. Genau, war vom Big Boss. Also war eine Verteidigung. Da ist halt einfach wirklich zu sagen, 36 Schweine. Also 35 Schweine. Das Ding kann nur in eine Hose gehen. Bin ich der Meinung. Also
Weil man muss das halt einfach irgendwo sehen, wo sich das lohnt. Wo lohnt sich das Ding denn? Aber das ist natürlich richtig geil, dann da mit dem Dragon. Der dürfte, wenn er die Schweine schlecht gedroppt hat, richtig gut dabei sein. Mal gucken, ich bin da richtig gespannt. Wenn jetzt hier irgendwie Riesenbombe und das war's, wäre natürlich mega endfett. Weil er hat auch nur einen Heal. Mal gucken. So, hier hat er ihn hier jetzt gedroppt. Bin ich gespannt. Aber ist natürlich echt richtig cool, weil, vergesst das bitte nicht, der Drache ist in dem Moment die perfekte Waffe, weil der Drache Flächenschaden hat. Bitte dran denken, der Drache hat Flächenschaden. Und der brutzelt natürlich jetzt alles richtig schön weg. Der braucht gar nicht viel, aber der hat einfach die gesamten Gegner schön in einem Bereich und alles easy, alles cool. Einwandfrei. Einwandfrei. Richtig nice gemacht. Die nächste Sache, die wir hier nicht vergessen dürfen, ist, er hätte gar nichts gegen den Drache machen können, weil die Schweine nicht so hoch springen, um den Drachen zu killen. Also, richtig geiles Ding gewesen. Gucken wir mal. Wir sehen hier wieder nicht so voll wie der hier zum Beispiel. Dann wirklich genau erst das fertig machen, wo man sieht, okay, hier ist fetter Loot und Loot ist immer gut. Und von daher passt das. Ja, einwandfrei. Super geil, wenig Truppen, viel Loot, einwandfrei. Und die Truppen haben halt nicht viel gekostet. Und ganz ehrlich, über 600k, was will ich denn mehr? Wenn du sowas ein paar Mal bringst, da geht schon richtig die Luzi ab. Einwandfrei, sogar noch schön einen Stern geholt. Super Ding. Scheiß Truppen dabei. Ja, kann alles immer sein. Muss ich auch wieder so ein bisschen meckern. Sorry, Mecha-Modus an. Warum machst du das hier? Stopp, 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 stopp. Was soll das bitte? Kleinen Moment. Wir können ja jetzt mittlerweile zoomen. Warum machst du das bitte? Also, das ist Bullshit. Das ist Quatsch, weil du damit, was bewirkst du damit? Also ich meine, klar, du kannst jetzt sagen, gut, okay, ich will den Loot haben, weil halt die Ressourcen draußen liegen. Dann ist das okay, klar, logisch, aber also mit diesem Droppen der Packers, die gehen nicht rein. Das Ding ist klar, oder? Also soweit ist das angekommen, denke ich mal. Weil, na, wenn ich überlege, was ein Packer kostet auf zwei. Hat lohnt sich doch alles nicht. Was sagt ihr dazu? Die Walküren gedroppt. Oh. Hier, ja klar, logisch. Hier ein bisschen was geholt. Aber dann sogar noch ein Heal drauf gedroppt. Ich meine, das kostet alles Geld. Nee, das hat sich auf keinen Fall gelohnt. Da kannst du, Johnny, da kannst du nicht mal sagen, scheiß Truppen dabei gehabt, sondern das war ja deine, in Anführungsstrichen, Schuld, den anzugreifen. Wenn ich so eine Truppen dabei habe, dann sage ich, gut, okay, dann lasse ich den Loot halt liegen. Ganz ehrlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ganz ehrlich, wie oft klicke ich solchen Loot weg, weil ich mit dem Loot nichts anfangen kann, beziehungsweise weil ich zum Beispiel mit der Queen unterwegs bin und den Heilern und halt nur das Dunkle haben will. Das passiert mir so oft und dann werden die halt nicht angegriffen. Nimm, Johnny, nimm weniger Luckys. Du kommst wirklich, du kommst mit deinen Helden sonst nicht weiter.
Du ballerst raus und ballerst raus. Klar, du freust dich immer garantiert. Oh, cool. Aber hier siehst du gerade, was hier gerade an Luckys gekillt wurde. Auf jeden Fall änder bitte, bitte, bitte deine Strategie. Das wird, es bringt dich in dem Spiel nicht weiter, sage ich jetzt mal ganz knallhart. Es bringt dich in dem Spiel nicht weiter. Klar kannst du sagen, oh cool, ich habe einen anderen Gegner wieder fertig gemacht, den ich eventuell nicht mit 50% verballert hätte, weil ich halt eben mit meiner Queenin gar nicht angegriffen hätte. Klar, aber das bringt's nicht. Ist meine Meinung. Bitte, 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 gib mir einen geilen Gegner mit viel Loot. Ja, typische Troll-Geschichte hier. Ja, das bringt halt einfach nichts. Da ist das Dunkle zu blöd verbaut. Beziehungsweise das kriege ich mit meinen Troops halt nicht hin. Ah, könnte man das? Könnte ich? Schade, ich meine, ich habe den King jetzt nicht dabei. Ich habe jetzt echt den King nicht dabei und ich müsste von unten rein. Hey Leute, egal. Egal, wir machen das. Ne, den Rage hau ich noch nicht raus. Ich gucke erstmal, was hier, genau, was hier jetzt noch an Bomben und wie auch immer kommt. Bevor ich mich hier komplett verausgabe, will ich sehen, was hier geht. Und dann gucke ich mal. Ich glaube nicht, dass ich durchkomme. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, ich hau hier nochmal was rauf. Und dann hau ich. Ich gucke einfach mal, was ich in der CB habe. Vielleicht auch richtig coole Truppen, die was aushalten. Da hilft mir eine gute Barge natürlich viel, wenn sie in die Bombe rennt. Okay, passt halt. So ist es leider. Aber wir hauen hier mal einen Rage rein und sind mal ganz gespannt, was die geragten Bogies hier anrichten. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt, weil ich denke, dass das was werden könnte. King down, logischerweise. Ja, rennt bitte alle da rein, egal. Aber der Rage geht eine ganze Weile. Ich spam jetzt einfach mal drauf, gecaked. Gucken wir, wenn wir den Minenwerfer ausschalten können. Nee, kriegen wir aber nicht hin. Ist halt wirklich, ja. War Wunschdenken, muss ich sagen. War Wunschdenken von mir. Jetzt muss ich auch sagen, wird sich der Rage nicht lohnen. Also ich meine, klar könnte ich den Rage rauspacken, aber dann rennen sie wieder woanders hin. Ist halt so, war ein Versuch wert. Ich habe drauf gezahlt, fertig. Lief nicht. Aber wie gesagt, was soll ich sowas rausschneiden? Ihr seht's und fertig ist. So, zack, hier hauen wir noch den Rage rein. Und dann ist gut. Wir haben immerhin Pokis bekommen. Hahaha. Und war halt nicht der Knüller, auf keinen Fall. Aber Versuch war es wert. Hätte klappen können. Ich hätte zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ich hätte fette Riesen drinne gehabt. Hätte die Sache schon wieder ganz anders ausgesehen. Die hätten die Riesenbombe überlebt. Und wäre alles gar nicht so verkehrt gewesen. So, Johnny nochmal mit Bam. Ja, ganz. Nee, Bam ist was anderes. Du, aber Go Wipe geht auch anders. Du hast einfach Glück gehabt, dass der wirklich nichts anderes draußen hatte. Sonst wären die Truppen nach draußen gerannt. Das ist noch nix. Da wird mir garantiert auch jeder andere zustimmen. Das war. Das, wie gesagt, also die Truppen sind diesen Loot nicht wert, also andersrum, der Loot ist die Truppen nicht wert und das war nichts. Das war gar nichts. Big Boss, Dunkles. Sehr geil, sehr geil. Jetzt wollen wir sehen, was hier geht. Oh, ein fetter Päcker drinne, aber Päcker ist natürlich immer geschwindigkeitsmäßig. Ist nicht der Knüller. Klar brauchen wir mit dem Poison Spell nicht wirklich was reißen. Da bin ich richtig gespannt. Wir haben natürlich wieder Glück. Ich meine, er greift mit Loons an. Kann der Päcker natürlich gar nichts. Stinkt ja voll ab. Ein Rage hätte ich hier gerne gesehen.
Okay, immerhin schon mal der Heal, dass die nicht komplett down gehen. Aber jetzt, hier jetzt den Rage rein. Bitte, bitte, bitte. Big Boss, bitte. Den Rage. Gucken wir mal, was hier geht. Glück gehabt hier. Dev-Gebäude. Ganz klare Sache. Und du hast noch genügend Luckys zum Clearen. Einwandfrei. Einwandfrei. Aber du hast natürlich auch einige Luckys grundsätzlich erstmal zum ausgebildet sozusagen. Erstmal dafür verwendet. Aber ganz klare Sache. Da kann man dann sagen, okay, vollkommen in Ordnung. Das hat sich gelohnt. So sehe ich das halt auch. Man muss immer, also wie gesagt, wenn man bei COC kein Mathe kann, bringt's nichts. Also einer, der wirklich null am Rechnen ist, lohnt sich das nicht, der kann nie ordentlich gut absahen. Weil wenn ich mir sage, gut, okay, ich knall überall eine Go-Wipe raus, die mich richtig was an Alex kostet, oder vielleicht sogar eine Go-Wee-Wee, die sogar noch mit Dunklen ordentlich dabei ist, und ich dann nicht den Looten nach Hause bringe, dann lohnt sich das halt nicht. Ganz klare Geschichte. Hättest noch die CB ziehen können, bloß ich weiß halt nicht, was drinne war. Ganz klare Geschichte. Aber ansonsten auf jeden Fall geil. Das war's dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dies der Fall ist, haut ihr bitte diesen geilen Like-Button nach oben. Das wäre eine coole Nummer. Und ich wünsche euch was und ihr haut rein.